Hallo ihr Lieben, wunderschönes Wetter draußen. Ich bin zwar noch ziemlich verschlafpeilt, aber ich werde es dann trotzdem mal machen, den nächsten Gartenrundgang, denn ich komme eigentlich gar nicht hinterher. Es haben weitere Sperrmüllschätze, echte Sperrmüllschätze zu mir gefunden. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist auf jeden Fall dann in einem anderen Video dran. Na, Insekt? Ganz neugierig. Na, fliegst du noch vor die Linse? Ja, da war sie kurz. Witzig, witzig. Ich glaube, das ist eine Pferdewespe, kann mich aber auch täuschen. Egal, ich lasse sie jetzt mal. Ah, jetzt ist sie auch weg. Ich habe von Sperrmüllschätzen geredet, von neuen Sperrmüllschätzen. Und die zeige ich euch jetzt. Das ist ein Sonnenschirm. Hört ihr es? Richtig schön aufdrehen. Das Ding funktioniert. Einziges Manko, Stoffüberzug hat oben Loch. Habe ich auch noch unten verstaut, allerdings schon ganz tief weggepackt. Das will ich euch jetzt nicht zeigen. Lässt sich aber alles nähen und ich finde das eine gute Sache. Ich habe zwar andere Sachen vor und wollte eigentlich nicht so stark Materielles in meinen Garten fließen lassen. Aber ich konnte auch nicht Nein sagen. Wenn es mir nachher nicht gefällt, wird es irgendwen erreichen, der es gebrauchen kann. Ja, das ist das eine. Auf einem anderen Sperrmüll standen Sofas rum, da habe ich unten die Füße abgeschraubt. Das ist richtig massives Aluminium. Davon habe ich 4 Stück ergattern können und die passen auch super zu dem, was ich vorhabe. Ich habe euch ja schon mal angekündigt im Gartenrundgang, wer es noch nicht gesehen hat, oben rechts werde ich euch das jetzt verlinken. Ich habe ja eine Foodsharing-Ecke vor hier im Garten, da verliere ich aber wann anders mehr Worte zu. Jedenfalls eignet sich das super dafür. 4 Stück, wie gesagt, mit dabei waren diese ganzen Teile auch Aluminium. Richtig gute Schrauben, nicht alle, 2 waren oxidiert, aber übrigens, Rost kriegt man mit Essig weg. Einweichen lassen, wenn es nicht sofort geht, dann kriegt man auch solche Stellen weg. Klar, wenn das ohne Ende oxidiert ist, dann bleibt natürlich eine gewisse raue Oberschicht, aber das Rostige ist dann weg. Die Dinger sind richtig teuer, wenn ihr in den Baumarkt geht, dann werdet ihr richtig Geld los. Ich bin froh, jetzt welche zu haben. Und wie gesagt, die Schienen sind super für das Foodsharing-Projekt und vielleicht lasse ich das auch irgendwie noch einfließen. Muss jetzt aber nicht. Werde ich sehen, wird schon alles seinen Platz finden. Dann richtig gute Sache, die Dinger hier lasse ich auf jeden Fall verwenden. Da war ein Umzugskarton, über einem Umzugskarton habe ich den einen beiseite geräumt, auch auf dem Sperrmüll. Und da habe ich die Dinger drin gefunden, da kann man gar nicht genug von haben. Das lässt sich für vieles verwenden. Klar ist nicht überall heile, aber darum geht es ja auch nicht. Es gibt genug Stücke, die verwendbar sind. Übrigens habe ich das fehlende Teil gefunden. Es war doch schon hier. Ich habe es irgendwann mal mitgenommen, weil ich im Rucksack Platz hatte oder so. Habe ich mich wieder erinnert. Wenn ich weiß, wo das zugehört, letzte Folge nochmal gucken. Da kriegt ihr auf jeden Fall die Auflösung. Das war es auch erstmal bei den Sperrmüllschätzen. Jetzt kommt der eigentliche Gartenrundgang, der angekündigte. Und es gibt nur ein paar Sachen zu zeigen, aber auch die sind zeigenswert, meiner Meinung nach. So, ich bin bei meinen Tomaten, die direkt nebenan sind. Ich habe euch ja schon gezeigt, die eine hier wird rot, ganz deutlich zu sehen. Die hier oben gehen auch jetzt in diesen Rotton. Bei der hier konnte ich aber erfüllen, sie wird weicher. Da will ich auch nicht weiter rumdrücken, das soll reichen. Ja, und überall liegt Heu daneben. Es sieht auch recht wühlig aus. Einmal von der anderen Seite. Da, man kann es ganz deutlich erkennen, dafür, dass ich das alles ordentlich gemacht habe. Hier habe ich das schon ein bisschen zurückgedrückt wieder. Ich dachte erst, die Wühlmaus wäre hier drin und wird Alarm machen. Im anderen Holzkasten habe ich das auch. Da dachte ich erst, na, Wühlmausdraht unten dran, trotzdem kommen die Wühlmäuse. Aber heute habe ich sie erwischt. In flagranti, es sind die Vögel. Ich kann nicht sagen, welche. Aber auf jeden Fall Vögel. Ja, hier ist alles soweit unverändert. Ich habe eine Gurke geerntet, gestern zum Grillen. Vielleicht habt ihr es im Hintergrund gesehen. Und zum Grillen selber, da habe ich hier ein bisschen den Platz erweitert. Und erinnert ihr euch an die Tür, die ich geholt habe? Die eignet sich wunderbar als Tisch.
so rott und morsch, wie sie ist, hat sie hier tatsächlich Verwendung gefunden. Für 3 Leute genug Platz gewesen. Ich konnte sogar noch meinen Kram schnibbeln. Ich finde, die hat auch was. So, und die Bienchen geben hier richtig Gas. Die Goldrute ist rausgekommen. Guck mal, wie schön gelb das ist. Und es ist, also ich zähle ohne Ende Bienchen hier. Alle fleißig. Also ihr seht selber. Ich freue mich, dass ich die habe stehen lassen und nicht weggerupft habe. Hier hinten hat sich übrigens die letzte Zeit nicht viel getan. Da hatte ich andere Prioritäten. Außer dass ich über die Hängematte eine Decke gelegt habe. Die Schaukel schon einmal zum Waschen zu Hause war, hat sich hier hinten wirklich echt nichts getan. Das macht aber nichts. Ist noch nicht dran. Habe ich hier auch mein Pavillon mal ein bisschen aufgeräumt. Habe ich wieder Platz und alles mal an besseren Orten. Noch nicht ganz fertig, aber das hilft mir schon mal. Und auch der Bunker ist wieder aufgeräumt. Hab ordentlich gefegt. Und ja, jetzt kann man unten wieder ordentlich rumlaufen. Ich habe ja immer reingehauen, 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 was ich so gekriegt habe. Hatte andere Prioritäten. Aber jetzt ist wieder schön Platz. Hinten in der Ecke sind noch die ganzen Bienensachen. Die nehmen immer weniger Platz ein. Ich habe auch den Balken jetzt ordentlich abgestürzt, dass da keine Gefahr mehr besteht. Ja, das aus dieser Ecke. Die ist echt stark besucht. Also ich würde hier auf Anhieb locker 40, 50 Bienchen zusammenkriegen. Die mögen das richtig gerne. Ich habe sie auch nicht gestört, da hat mich niemand angegriffen oder so. Also man kann koexistieren. Ja, von dieser Seite sieht man es nicht, aber der gute Apfelbaum, der ja viele Äpfel trägt, erstmal wachsen und wachsen sie. Ja, die Farbe Rot erhält auf jeden Fall mehr Einzug. Ich habe ja schon angekündigt. Ach, den Korb habe ich übrigens auch gefunden, den hier. Für den kleinen Gemüseeinkauf im Garten für Lau. Ja, wie gesagt, überall mehr Rot dran. Kann das deutlich erkennen. Und ja, die Stütze da, die hilft dem Ast auf jeden Fall nicht zu schwer zu sein. Mit der Gefahr, dass er abbricht. So hält sich das, kann so bleiben. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich hatte ja eigentlich vor, dass das so ein bisschen hier rüber hängt, dass man unten durchgehen kann, aber das habe ich nun nicht hingekriegt. Macht aber nichts, ist völlig okay so. Dann habe ich die Erdbeeren hier von dem ganzen knusprigen Kram befreit und als Mulch drumherum gelegt. Ja, jetzt kriegen die auf jeden Fall mehr Grün wieder rein und ich würde sagen, die haben ihren Platz angenommen. Steffi, das hat soweit funktioniert. Ich empfehle zum Nachmachen allerdings, die brauchen nach wie vor Wasser. Ich muss hier gleich mal längs gehen, trotz des Wetters. Mal wenigstens unten rum gießen, dass die Blätter nichts abkriegen, ist klar. Oder abkriegen sollten, ist klar. Ja, und hier ist wieder ein Knoblauch. Erntbar, oder was sagt ihr? Soll ich das mal direkt machen? Ich glaube, das mache ich mal wieder direkt. Wow, bin überrascht. Guckt euch das mal an. Die sah so klein aus, zeigt mir aber auch, dass der Boden feucht genug ist. Also ich werde erstmal doch nicht gießen. Das reicht noch. Knoblauch macht ja keine... Oh, der ist echt toll geworden. Bin begeistert. Dann habe ich den nochmal sauber gemacht. Jetzt sieht er doch echt schön aus. Ja, und kann vor sich hin trocknen. So, dann darf ich vorstellen, diese Sonnenblume heißt Lilly, ist auch gut besucht gerade. Dann ist auch noch eine weitere aufgegangen. Die sieht auch wunderschön aus. Ja, und auch eine hier hinten. Habt ihr im anderen Video schon gesehen, dass die aufging. Die sieht auch sehr speziell aus. Auch eine kleine, also zum Vergleich, auch wenn ich große Hände habe.
Ja, du bist jetzt auch bei YouTube. Guckst du mich an, ne? Dann wächst hier fröhlich am Gartenzaun eine Wicke, soll ich mir sagen lassen von meiner Schwester. Dann kennt ihr ja noch mein Rote Beete-Experiment. Das Ding wächst weiter. Dann habe ich hier die nächste riesige Zucchini. Unglaublich. Ja, so viel Zucchini zurzeit. Auch gestern wieder eine wegschnäguliert. Die ist echt groß. Aber da wartet noch eine. Das ist da das Teil dann. Vom Geschmack her, bei den großen konnte ich keinen Nachteil erkennen. Also sie schmecken immer noch. Ja, und die sieht auch echt super aus. Ich weiß nicht, ob ich da noch warten soll, weil von unten wird sie hell sein. Mal gucken. Vom Zucchini daneben zu den Pflanzen, die einfach so gewachsen sind. Das sind, die nennen sich langblättriger Ehrenpreis. Diese lilanen hier. Glaube, die mögen die Sonne jetzt mittlerweile nicht so. Haben auch nur kurz geblüht. Dann, wie ihr sehen könnt, am Kartoffelbeet war ich bei. Gestern, wie gesagt, Besuch gehabt zum Grillen. Und dann habe ich auch Kartoffeln aus dem Garten genommen, die echt lecker geschmeckt haben. Gab zwei gute Hände voll. Habe hier jetzt auch gemerkt, dass die noch länger können. Also da wären noch welche ein bisschen angereift. Die könnten generell größer sein noch. Deswegen, die anderen sind noch im Boden und bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. So, ihr Lieben, das war's auch schon. Ein nicht so langer Gartenrundgang wie am Sonntag, aber dafür trotzdem reichlich gefüllt mit Spermischätzen, Dingen, die sich im Garten tun. Ach, hier hinter euch ist wieder die Goldrute und oder immer noch die Goldrute und die ganzen Bienchen, die dran sind. Das sind so viele. Ach, guck noch mal hin. Also ich erfreue mich da megamäßig dran. So schön. Alle fleißig. Könnte mich jetzt hier hinsetzen und das die ganze Zeit beobachten. Also, verfolgt weiter die Gartenrundgänge. Der besondere Teil kommt noch. Und das wird euer Herz erweichen. Also ich freue mich da riesig, riesig drauf. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lars.